Gott. Ich will mein Duftaufbrauch-Challenge Part 3 machen. Ich habe sehr viele Düfte aufgebraucht, den Escada habe ich leer gemacht, habe sie in einem Aufgebraucht-Video gesehen, den Donna Karen habe ich leer gemacht, jetzt muss ich kurz schummeln bei den Videos. Den Armani C habe ich jetzt vor kurzem erst aufgebraucht und den Gucci habe ich auch leer gemacht. Hat sehr lange gebraucht, muss ich sagen, bis ich die Düfte leer kriegt habe, aber das ist ja, glaube ich, eh verständlich, dass man da ein bisschen braucht, bis die Düfte leer werden. Sorry, dass ich jetzt so näher geklatscht habe. Ich habe mir jetzt ein paar ausgesucht, die ich gerade aktuell auch angefangen habe und die ich dann auch aufbrauchen will, auch was ich mir dann auch vielleicht mit in die Arbeit nehmen werde. Ich habe jetzt noch einen vergessen, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe auch noch mit den, dabei den Lancôme, ach Gott, wie heißt denn der? Ich habe ihn gefunden. Den verlinke ich euch dann in der Infobox. Das ist von Lancôme La Vie Belle des Soleil Cristal. Den habe ich euch, glaube ich, eh schon mal in einem Aufgebraucht-Video gezeigt. Ich habe nicht mehr viel drinnen, das war ein Tester. Da ist nicht mehr viel drin und ich habe so Bock auf den gehabt, den zu verwenden. Deswegen habe ich mir gedacht, kack drauf, ich verwende ihn einfach. Ich verlinke euch das mal unten, weil ich ihn auch euch nicht zeigen kann. So. Da könnt ihr sehen, wie die Flasche aussieht und könnt auch gucken, was dann drinnen ist. Das verlinke ich euch unten. So. Als erstes will ich euch noch einen Lancôme zeigen. Den habt ihr auch schon in dem letzten Video gesehen. Da ist auch schon ein bisschen was weniger. Ich habe ihn nämlich hin und wieder doch noch verwendet. Ich gehe mit dem sehr sparsam um, weil es den ja nicht mehr gibt. Ich habe jetzt den Stöpsel draußen liegen lassen. Ich habe ihn nicht weggeworfen. Ich habe den draußen liegen gelassen. Und das ist von Lancôme La Vie Belle, der Eclat Eau de Toilette. Das ist ja mein absoluter Lieblings-Lancôme-Duft gewesen. Den gibt es aber leider nicht mehr. Im Internet schon, aber bei Müller nicht mehr. Eine Backup-Flasche habe ich noch. Bin ich hier ganz böse. Drinnen ist in der Kopfnote Bergamotte, Grapefruit, Mandarine, Rosa, Pfeffer und Tee. Herznote ist drin Neroli, Jasmin, Absolut, Orangenblüte, Absolut, türkische Rose. In der Basis ist Iris drinnen, was fast in jedem La Vie Belle drinnen. Patchouli, Ambroxan und Moschus ist in diesem Duft hier drinnen. Ich habe jetzt gerade den Tom Ford, den zeige ich euch auch gleich. Aber sonst würde ich den auch gerne wieder aufsprühen. Der, finde ich, passt so Richtung Herbst und Winter. Deswegen will ich auch bald den benutzen. Nur mir tut halt das Herz, wenn ich den leer mache, weil ich habe da nur noch ein Backup, was eh dämlich ist, dass ich so rede. Aber ich habe eh so viele Düfte, aber das war halt mein Liebling von Lancôme. Und ich finde es echt schade, dass die den aus dem Sortiment genommen haben. Da jammer ich noch immer drüber. Obwohl der La Vie Belle Soleil eigentlich mein Nachfolger ist. Auch ein würdiger Nachfolger. Als nächstes, da habe ich auch in Kombination die Bodylotion, das sage ich euch auch immer so gern dazu, habe ich von Hermes den Twilly und ich liebe den. Ich habe den noch nie in einem Video gezeigt leider, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich habe ihn noch angefangen und deswegen, boah, ich liebe den. Ich hätte mir nie gedacht, dass mir sowas gefällt, aber ihr könnt euch ja noch erinnern an die Story, ich habe eine Probe gehabt von der Vivi, den, dann habe ich ihn erst benutzt, ich habe mir gedacht, nee, und dann habe ich ihn länger oben gehabt, aber der hält auch so lange, habe ich mich total in den verliebt. Es fehlt noch nicht, es fehlt eigentlich noch gar nichts, wenn man sich ehrlich sind. Drinnen ist in dem Hermes Twilly rosa Pfeffer, Rose und Patchouli. Das sind die einzigen Duftnoten, was mich gerade wundert, dass da so wenig drinnen ist. Aber ich liebe den. Ich liebe den. Das ist einer meiner absoluten Lieblinge. Über den geht gar nichts mehr. Das ist ein Duft, den ich auf jeden Fall immer haben will. Egal wie viele Düfte ich habe, den will ich immer haben. Ich habe ihn jetzt nun mal in die Range mitgenommen. Ich werde die nicht alle aufbrauchen. Natürlich nicht. Ich meine, so schnell bin ich auch wieder nicht. Aber wenn ich hin und wieder mal welche leer habe, bin ich glücklich drüber. Und ich will ja nicht, dass die irgendwann kaputt werden oder so. Deswegen versuche ich ja auch gerade, meine Lieblinge zu benutzen. Welchen haben wir als nächster? Da habe ich leider keinen Deckel mehr. Da habe ich mir nämlich den Tester ausgesucht, weil den gibt es leider auch nicht mehr, was ich auch furchtbar finde, weil den mochte ich auch sehr gerne. Von Jill Sander Simply de Poudre. Ich habe davon noch, glaube ich, das Duschgel. Wenn ich mich nicht irre. Drinnen ist in der Kopfnote Fräsie, Solarnoten, Mandarine. Herznote ist Reis drinnen, was ich mega interessant finde. Heliotrop und Moschus. Und in der Basisnote ist Kaschmaran und Tonkabohne drinnen. Finde ich super. Finde ich einen super, super Duft. Er hält auch relativ lange. Ich habe auch, wie gesagt, das Duschgel und ich glaube Bodylotion auch. Ich muss unbedingt meinen Kasten ausräumen, damit ich mal weiß, was ich habe, damit ich es dann in die Badewanne stellen kann, um es zu benutzen. Aber so sieht er aus.
Ich liebe den. Ich liebe auch die andere Variante, die habe ich auch zu Hause. Das ist dann umgekehrt, da habt ihr die Verpackung oben rosa und die Flüssigkeit schwarz. Den fand ich auch gut, aber ich fand den am besten. Leider gibt es den nicht mehr. Im Internet wahrscheinlich schon, aber bei uns bei Müller gibt es den halt leider nicht mehr. Wo ich hoffe, dass da ein würdiger Ersatz auch kommt, weil den mochte ich eigentlich auch sehr gern. Aber was soll ich euch sagen? Man sucht sich ja eh im Endeffekt nicht aus, oder? Als nächstes, da habe ich auch die passende Bodylotion, die kann ich euch auch kurz zeigen. Ich habe da noch ein paar Sachen von meiner Mom liegen, die ich noch wegräumen muss. Und die war offen und deswegen habe ich mir gedacht, ich benutze den Duft auch, obwohl es mir schweren Herzens fällt. Mir fällt das wirklich schwer, den zu verwenden. Es geht um den Elizabeth Arden Always Red Duft. Ich liebe den. Da gibt es auch passend dazu, gab es einmal die Bodylotion, die gab es aber nie zu kaufen, sondern nur als Geschenk. Ich bin verliebt in diesen Duft von der Bodylotion. Auch in den Duft selber bin ich sehr verliebt. Ah, die Bodylotion ist halt noch so ein Ticken geiler. Ich weiß auch noch gar nicht, wann ich den verwende, aber ich sollte halt, die Bodylotion sollte ich unbedingt bald verwenden, weil die war noch von meiner Mom. Die hat auch solche komischen Pflegekerne drin, so wie die ganz klassische von Elizabeth Arden. Und die Verpackung ist von der ja mega geil. Also, da hatte ich jetzt gerade Glück, dass ich euch das zeigen konnte, weil ich es gerade da aktuell noch habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich werde den Duft auch verwenden. Er ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich habe da eh auch die Duftnoten drinnen. Kopfnote Pflaume, Passionsfrucht und Blutorange. In der Herz, sorry, dass ich euch nicht anschaue, in der, aber ich muss das ablesen. Herznote Jasmin, Sambergrose und pinke Fräsie. Und in der Basisnote Amber, Mahagoni, Mahagoni, oh ja, so sagt man das, und Praline. Und bei mir sind die meisten Düfte mit Praline, komischerweise. Man riecht leider nicht wirklich was von dem. Aber ich finde den so geil. Also das war auch einer meiner absoluten Lieblinge. Gibt es halt leider auch nicht mehr. Aber mag ich auch sehr gerne. Der nächste Duft ist von Tom Ford, der Lost Cherry. Ich sage euch zuerst einmal, was drinnen ist. In der Kopfnote ist drinnen Schwarzkirsche, Kirschlikör, was ich auch geil finde, Bittermandel. In der Herznote Sauerkirschsirup, türkische Rose, Jasmin. Das klingt extrem süß, er ist auch extrem süß. Basisnote ist Peru-Balsam, geröstete Tonkabohne, Sandelholz, Vetiver und Zeder drinnen. Ich liebe den. Ich habe ihn auch gerade wieder aktuell drauf. Da ist nicht mehr viel drinnen in den. Ich habe aber noch einen zweiten, weil den hat mein verrückter Freund mir zu Weihnachten geschenkt. Habt ihr in dem Sammlungs... Also, ich kann nicht mehr reden. Habt ihr in dem... Geschenke-Video gesehen. So sieht er aus. Und das ist halt die 30 ml. Ich habe halt die immer im Karton drinnen, weil das schaut so edel aus, wenn man die halt so hat. Und ich liebe den. Ich habe den auch gerade aktuell drauf. Ich bin so verliebt in den. Ich habe halt ein bisschen Schiss, den leer zu machen, aber ich habe ihn ja Gott sei Dank eh nochmal. Das ist auch einer, was ich immer haben wollen würde. Also das ist einer meiner absoluten Lieblinge geworden von Düften. Würde ich nicht mehr missen wollen. So, jetzt kriege ich da... Platzmangel, komischerweise. So, dann habe ich vom Black Opium. Den habe ich schon sehr lange. Habe ich auch einmal von der Arbeit bekommen. Vom Black Opium das Eau de Toilette. Ich bin ja eigentlich ein sehr großer Black Opium-Fan. War ich früher ein sehr, sehr riesen Opium-Fan. Durch das, dass da aber so ein Hype war, hat es bei mir aufgehört. Ich muss aber sagen, das Eau de Toilette ist keiner meiner Lieblinge, weil ich habe den vor kurzem mal oben gehabt. Er riecht exakt wie das klassische Opium, aber er ist halt viel leichter. Er hält auch nicht so lange. Klar, ist ein Eau de Toilette. Drinnen ist in dem, in der Kopfnote, schwarze Johannisbeere, Birne, grüne Mandarinenschalen, Zitronenfrüchte, Zitrusfrüchte, sorry, Herznote, Jasmintee, Orangenblüte und Kaffee, was in jedem, Kaffee ist in jedem Opium drinnen, was ich auch geil finde. Deswegen sind die Opium ja auch meine Lieblinge. Und in der Basisnote ist weißer Moschus und Weißholz. So sieht er aus. Er schaut eigentlich den klassischen voll ähnlich. Das Einzige ist halt, ich glaube, der Originale hat Schwarzglitzer oben und der hat halt so Roséglitzer. Seht ihr das? Das ist der einzige Unterschied von dem. Den gibt es aber auch nicht mehr. Der wird wieder aufgelassen und es kommt ein neuer Opium raus, auf den ich schon mega neugierig bin. Aber riechen tut er gut. Ich meine, das ist die ganz große Größe. Das ist die 90 ml. Ich werde ewig brauchen, den leer zu machen. Aber dass ich ihn mal verwenden kann. So, zwei haben wir noch. Einen habe ich, den traue ich auch sehr hinterher. Weil den lösen sie jetzt auch auf. Also den gibt es auch nicht mehr im Sortiment. Finde ich mega traurig. Ja,
Ich glaube, ich habe den sogar zweimal. Oder doch nicht? Habe ich ihn jetzt zweimal oder nicht? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube schon. Das ist von Kenzo der Elixier. Da kann ich sogar eigentlich ablesen, was drinnen ist. Oder ich vergleiche es, ob es stimmt. Naja, steht ja nicht exakt drauf. Also steht so ein bisschen drauf, da könnt ihr es lesen. Könnt ihr kurz das Video stoppen. Aber in dem Internet steht ein bisschen mehr. Also Kopfnote ist Mandarine, Himbeer. Herznote Orangenblüte, Absolue und bulgarische Rose. Ich kann nicht mehr reden. Und Basisnote Praline, Bonbon, Vanille. Und das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsdüfte von Kenzo gewesen. Ich mag die anderen alle gar nicht, leider. Und das ist einer meiner Lieblinge gewesen. Und den gibt es auch nicht mehr. Ich habe ja damals auch eine Probe von dem gehabt. Und habe mich sofort in dem verliebt. Von dem gab es ja auch damals drei Größen, glaube ich, gab es von dem. Aber leider aufgelassen. Vielleicht gibt es ihn im Internet noch, aber ich habe eh so viel. Ich weiß, ich jammer schon wieder und dass ich zu viel. Das ist immer das, was ich mir abgewöhnen muss, glaube ich. Ich muss meine Sachen lieben. Alles lieben. So, der letzte Duft, den ich auch abgöttisch liebe. Das ist einer meiner absoluten Lieblinge von Roberto Cavalli, wo ich auch das Duschgel habe. Ich habe auch gerade aktuell ein anderes von Roberto Cavalli, eine Bodylotion. Passt aber kombiniert gut zusammen. Das ist aber von dem Blauen die Bodylotion gewesen. Und das ist das goldene Roberto Cavalli. Da hat sich die Farbe schon ein bisschen verändert. Das, was mir immer ein bisschen Angst macht. Bei dem geht das relativ schnell, dass sich die Farbe leider vom Duft sehr schnell verändert. Aber ich liebe dieses Parfum. Ich liebe es, das ist halt so, das passt halt fix im Winter. Das verwende ich auch meistens immer so Ende des Jahres. Und drinnen ist in der Kopfnote rosa Pfeffer, Herznote Orangenblüte, Basisnote ist Benzoe, keine Ahnung was das ist, Tonkabohne und Vanille drinnen. Ich liebe dieses Parfum. Abgesehen, dass der Flakon sehr schlicht ist, aber dann dieses Symbol oben stehen hat, ich liebe den. Ich habe den ja schon sehr, sehr oft benutzt und mega oft aufgebraucht. Und das war der letzte, den ich damals noch gekriegt habe. Ich habe ihn auch irgendwo, beim Nodino habe ich ihn vor kurzem sehr günstig gesehen. Ich war schon kurz davor, ihn mir zu kaufen, aber ich hab ihn ja noch. Also sollte ich ihn mir noch nicht nachkaufen, aber ich liebe den. Ich glaube, beim Nodino hat er nur 20 Euro gekostet, dieselbe Größe, die ich jetzt gerade in der Hand halte. Das ist die 30 Milliliter. Bin am Überlegen, ob ich ihn mir noch immer kaufe, aber schauen wir mal, vielleicht war er auch nur reduziert und deswegen so günstig. Aber mal gucken. Nachkaufen würde ich ihn mir auf jeden Fall. Ich will ihn halt, ich meine, es fehlt schon mehr, weil den habe ich eine Zeit lang öfter benutzt. Da fehlt schon relativ viel, ehrlich gesagt. Aber ich liebe den. Ich liebe den. Da geht nichts um den. Das ist, den habe ich eigentlich bei meinen, ich war vorher nämlich auf Instagram live und wir haben so 5 Düfte gehabt, die wir lieben und ohne die wir nicht leben könnten. Und der wäre eigentlich auch einer der. Der wäre eigentlich auch dabei. Ich habe eigentlich schon relativ viele Düfte, ohne die ich gar nicht mehr könnte. Den Hermes Twilly, den Tom Ford Lost Cherry. Ja. Und auf jeden Fall der. Der Roberto Cavalli ist einer meiner absoluten Favoriten. So wie Armani C. Armani C und Roberto Cavalli erinnern mich immer an die Anfangszeit, wo ich bei Müller gearbeitet habe. Also so richtig an die Anfangszeit, wo ich mich noch so ein bisschen in die Düfte erstmal reinschnuppern musste, weil ich mich ja am Anfang gar nicht auskannte damit. Das hat so ein bisschen bei mir gedauert und das erinnert mich immer an die Zeit, dass ich da mich noch nicht so auskannt habe und ein bisschen Zeit braucht habe, um mich ein bisschen so mit den Dingen einzugewöhnen. Aber der und der Armani C, die beiden erinnern mich extrem dran. Und ich werde gern dran erinnert. Deswegen einer meiner absoluten Lieblinge. So, das war's jetzt schon. Ich war doch schneller durch, als ich dachte. Ihr könnt es mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr irgendeinen Duft davon kennt. Ja, ich bin gespannt, wie lange ich diesmal brauche, weil ich glaube, das letzte Video ist vor 5 Monaten gewesen. Schon eine gewisse Zeit, würde ich jetzt mal behaupten, aber ich rede gerne über Parfums. Ich glaube, ihr merkt das schon, oder? Und vielleicht mache ich so ein Zwischenvideo auch, was meine. Ich habe sowieso noch ein Duftvideo geplant. So meine Lieblingsparfums, was jetzt immer mehr werden. Ich muss die mal zusammenschreiben, ohne die ich nicht leben könnte. Und dann werde ich noch ein nächstes Video damit machen. Da werde ich mir aber ein bisschen Zeit lassen, weil jetzt habe ich ein Duftvideo gemacht.
Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich euch in dem Duftvideo ja auch den Armani Light Acqua di Gio oder Gio, ich vergesse das immer, wie man es ausspricht, kriege ich ja Schläge wahrscheinlich. Den hatte ich ja eigentlich auch in Benutzung, aber der ist mir gekippt. Den habe ich dann in der Arbeit lassen am WC. Weil den hatte ich ja auch als Tester, also habe ich ihn in der Arbeit lassen. Ich habe auch gesehen, der ist schon leer. Sehr brav, ne? Ja, aber der war leider kaputt. Der ist total gekippt gewesen, was ich urschade fand. Deswegen habe ich Panik und will unbedingt ganz, ganz viele aufbrauchen. Ich meine, Lancôme gehen eh relativ schnell leer. Ich habe den noch nicht mal oft benutzt und da ist schon sehr viel weg, wie ihr sehen könnt. Und ja, der ist auch nicht mehr so viel drinnen. Könnt ihr auch sehen. Der ist auch die kleine Größe gewesen. Das war die 40 Milliliter, also ja. Aber ich muss unbedingt welche verbrauchen. Das sage ich eh in jedem Video, ich weiß. Aber ich meine, ich benutze jetzt, ich suche mir so ein paar einmal raus jetzt. Das habe ich mir schon vor kurzem nämlich auch gedacht. Ich suche ein paar raus, verwende sie und dann nach ein paar Monaten, wenn ich wirklich viel leer gemacht habe, so wie es jetzt eben der Fall war, kommt dann das nächste Video mit den Düften, die ich mir aussuche. Und mir macht das so Spaß, wenn ich so überlege, welchen benutze ich als nächster, welchen könnte ich für die Arbeit nehmen, welcher ist mir so wichtig, dass ich ihn gar nicht für die Arbeit nehmen will. Also, es macht Urspaß. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Und dann ist auch schön, wenn ich dann so die Zusammenfassung gucke, also wenn ich sehe, wann das Video online war und wenn ich dann bei dem Thumbnail sehe, welchen Duft ich dann schon leer habe, denke ich mir immer so, hat eine Weile gedauert, aber es wurde ja doch. So, das war's jetzt. Ich weiß eh nicht mehr, was ich noch sagen soll. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir mal euren absoluten Lieblingsduft, ohne den ihr nicht mehr leben könnt. Bei mir ist es relativ schwer. Aber wenn ich jetzt aus dem Bauch her nachdenken würde, wäre es dann Lost Cherry von Tom Ford. Das wäre mein Liebling. Das Lustige ist ja, mein Freund benutzt ihn ja mit. Deswegen hat er mir einen neuen zu Weihnachten geschenkt, weil er ja meinen fast verbraucht hat. Da ist wirklich nicht mehr viel drinnen. Da ist fast gar nichts mehr drin. Man sieht das bei dem leider so schwer. Ich muss ihn immer ins Licht halten und dann sehe ich das erst, wie viel da noch drinnen ist. Aber ja, habe ich ja Gott sei Dank noch ein Backup. Gott sei Dank. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schreibt es mir in den Kommentaren, ohne welche Düfte ihr nicht leben könnt. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!